Hallo? Hallo Baden-Baden. Unsere Dirigentin musste früher weg nach Wien, wo sie jetzt Opernball dirigiert. Und deswegen, ich hatte jetzt praktisch einen Tag frei. Und Baden-Baden ist berühmt und das ist ein super schick und neues Hotel. Ich habe das immer mit, immer, immer. Olga ohne Kaffee, ohne Espresso geht gar nicht. Meine Mokka-Maschine ist in eine meiner Koffern da, weil dann später geht nach Tokio und wer weiß, ob ich dann Espresso-Maschine in meinem Apartment haben werde. Zwei sogar. Hängt davon ab, wie ich mich fühle. Larry Brown, Larry ist mein allerlieblingskollege überhaupt. Das ist wirklich so ein lieber Mensch. Und er ist so unkompliziert und nett. Und wir hatten so viele schöne Sachen zusammen gemacht. Vor allem mein Met-Debüt war auch mit ihm in Puritania. Und wir singen Puritania auch mit ihm, zwei Szenen sogar. Und Elisir d'Amore hatten wir schon zusammen gemacht. Und Turco in Italia zweimal. Ich mache immer wieder gerne mit ihm. Er ist ein super Musiker und super netter Mensch. Und ja, es ist eigentlich selten zwischen den Tenören. Norma habe ich noch nie gesungen, also nur mit Klavier einmal im Konzert, aber mit Orchester ist ganz anders, was wirklich sowas von eine schöne Musik, unglaublich, außerirdisch. Also irgendwann werde ich schon die ganze Partie singen, aber nicht jetzt. Bestimmt nicht in den nächsten 4, 5 Jahren, nee, noch nicht. Ich muss erst mal Kinder bekommen, um das singen zu dürfen. Das ist eine schwierige Frage, weil ich habe natürlich mehrere mitgebracht und ich muss noch auswählen. Aber ich glaube, es wird so ein blaues, so ein königlicher Blau und wahrscheinlich rot oder grün oder wahrscheinlich rot.